Ja, hallöchen, herzlich willkommen zur 315. Folge von Hard Economic Done hier im American Truck Simulator mit dem Hard Economic Mode von Herrn Klaas. Ja, herzlich willkommen hier auf der Interstate 40, Höhe Flagstaff, Fahrtrichtung Westen in Arizona. Immer noch mit unserem Roadwaller hinten drauf. So heißt diese Baumaschine. Kein Oversight, kein Special Transport. Zumindest offiziell. Also nochmal kurz zusammenfassen. 9,2 Tonnen, wie ich das Ding in etwa. Und 1102 Meilen insgesamt vor uns. Jetzt haben wir noch ca. 800 Meilen vor uns. Fahrzeit haben wir jetzt noch bis ca. 18 Uhr. Es ist, wir haben keine Uhr am LKW, ja, 13 Uhr jetzt gleich, respektive 1 Uhr PM. Ja, nächste Stadt ist Kingman, da stand es gerade mit dran am Schild. Da werden wir mal sehen, was die Uhr sagt, wie weit wir da noch kommen etwa und da werden wir entscheiden, ob wir Kingman runterfahren oder dann Barstow. Müssen wir dann mehr oder weniger spontan entscheiden. Also im Prinzip haben wir, also Barstow wäre mir schon ganz recht, weil Barstow haben wir kurz hinter Barstow eine kleine Rest Area oder einen kleinen Truckstop, weiß ich nicht genau. Da müssen wir nicht groß durch die Stadt kutschen. Das wäre mir schon ganz recht. Aber ob es dem zeitlich reicht, ist die große Frage. Ja. Ist übrigens auch eine neue Aufnahmesession. In der Zwischenzeit gab es schon den 1.30er Patch für den RTS. Ich habe wieder zurückgepatcht, weil er mir gesagt hat, dass er die Tour gecancelt hat. Das hat man öfters mal, wenn man einen neuen Patch kriegt, dass dann der LKW quasi wieder einfach im Heimathafen steht, sage ich mal, und dass alle Touren ohne Strafzahlung gecancelt werden. Da muss man sich quasi dann eine neue Tour suchen. Das hat man ja schon mal vor geraumer Zeit, ich glaube von der 1.28 auf den 1.29 mit den Schwerlast-LKW. Da konnte ich es allerdings nicht rückgängig machen, beziehungsweise gab es da Mod-Probleme. Hat diesmal besser geklappt. Ich konnte wieder auf 1.29 zurückpatchen. Wir fahren jetzt quasi die Tour hier zu Ende. Und wenn wir dann am Ziel sind, ja, dann schauen wir mal, der Patch so bringt. Ist so jetzt kein spektakuläres Highlight dabei. Im Prinzip das, was im ETS 2 schon mit drin ist. In der 1.30 irgendwie veränderte Kurven hier, was die Leistungsentfaltung der Motoren angeht. Das wurde verbessert und überarbeitet und so. Das ist eigentlich schon das Größte, soweit ich mich erinnern kann. Jetzt kein riesengroßes Tamtam oder was hier. Kein neuer LKW oder was. Kein DLC. Ist im Prinzip jetzt einfach nur der Programmcode auf die 1.30er Version gebracht. Die Programmcodes von beiden Spielen sind ja gleich. Beziehungsweise sind jetzt wieder gleich. Deswegen hat man ja damals zur 1.28 auch beide Spiele dann auf dieselbe Versionsnummer gepatcht. Ja, vom ETS 2, die Vorgängerversion 1.28 ist 1.27, logisch. Und vom ATS, die Vorgänger vom 1.28 ist aber die 1.6. Da gab es damals etwas Verwirrung, wurde aber alles erklärt, warum, weshalb, wieso. Die 93 hier nach Phoenix. Okay. Gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, dass man hier über der 93 nach Phoenix kommt, aber
fährt man eben selten die Straßen. Das sind eben Straßen, die du häufig fährst. Hier Interstate 40, könntest du sagen, das ist jetzt quasi unsere neue Heimat. Vorher war es die Interstate 5 in Kalifornien und jetzt ist es halt hier die 40. Also sieh mal, du hast eben im Trucker-Alltag, egal ob selbstständig oder nicht, du hast eben deine, sag ich mal, Stammkunden, die du relativ häufig anfährst, und da fährst du eben auch häufig mal dieselben Touren. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist hier bei den Amis auch nicht anders. Also, wer Mirko auf Achse kennt, den YouTube-Kanal, wenn ich jetzt mal ein bisschen Fremdwerbung machen darf, das ist ja auch ähnlich. Der hat ja auch so, sag ich mal, so in sein Spektrum, was er relativ häufig fährt, ne? Und zwischendurch hast du halt mal eine andere Tour oder so, aber. Da ist er nun auch schon seit ein paar Jahren im Geschäft und hat er schon gesagt, er kennt eben jetzt schon vieles, ne? Also, gerade was so Abladestellen und sowas angeht. Das ist ja immer ein kleines Highlight, ne? Ach, hör da einmal die Bremse hier. Gib Kit. Walmart, habt ihr das gelesen? Die schenken uns die Steuern. No Sale Tax. So, wir haben ja eigentlich wirklich gar keine. Nee, wir haben keine Uhr in dem LKW. Das ist natürlich schade. Da wäre es schön, wenn wir. 3 Stunden haben wir noch jetzt. Jo, ja, wird auf Barstow hinauslaufen. Wir sind jetzt eh an Kingman vorbei. Haben wir keine andere Wahl mehr. Oder was kommt hier jetzt noch? Logistik Area. Gut, da gibt es vielleicht auch noch. Nee, komm, 3 Stunden fahren wir noch. Was wollte ich sagen? Faden verloren. Ja, die Folge geht ja noch ein bisschen. Also wir. Ich habe hier nochmal Möglichkeit, mich daran zu erinnern, was ich sagen wollte. Jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Mir wurde nämlich der Tipp gegeben, dass man da eine Option Einstellung vornehmen kann, dass das Navi anders ausgerichtet ist, dass man eben auch nach Süden gucken kann, wenn man nach Süden fährt. Das habe ich allerdings jetzt noch nicht ausprobiert. Ehrenberg. Herzlich willkommen in Kalifornien. Jetzt geht es wieder entspannter zu mit der Geschwindigkeit. Kalifornien Speed Limit für Trucks generell 55 Meilen pro Stunde, sind umgerechnet 89 km/h. Ja, in anderen Bundesstaaten wird das ein bisschen lockerer gesehen. Ich glaube, Nevada war das, ne, wo es auf der Interstate Speed Limits von 85 Meilen die Stunde gibt. Hätte man eigentlich auch Pause machen können. Hätte. Ja, 85 Meilen die Stunde in glaube ich, Nevada war das. Ja, das sind umgerechnet 136, 137 km/h. Ja, gilt eben für alle, auch für Trucks. Ja. Dann
Dann brüllt er eben auch, ne? Guck mal auf den Tarot. Die letzte Zahl ist 85, ne? Also. Ich glaube, das schaffst du mit. Also, wir haben das 13-Gang-Getriebe hier drin. Ich glaube, das schaffen wir gar nicht. Das Getriebe zu kurz übersetzt oder das Differential. Oder beides. Ich denke mal, da kommst du vorher in die Drehzahlbegrenze. Aber vom Sicherheitsfaktor ganz zu schweigen, ne? Ey, gerade die Amis hier, die heizen hier wie die kaputten. Ja, da musst du aufpassen, da gibt es heute noch LKW-Hersteller, die verbauen an ihren Trucks, an ihren Traktors Trommelbremsen. Ne? Aber 130 fahren wollen. Ja, hier sehen wir es hier, 70 mph Speed Limit, ne? Das zählt aber, wie gesagt, nur für den allgemeinen Verkehr, für Trucks. Gilt weiterhin 55, ähnlich wie bei uns in Europa oder in Deutschland, die 80 auf der Autobahn für LKWs steht. Ja, da könnte das Schilder sein von 130, 120, deswegen darfst du mit deinem Truck trotzdem nur 80 fahren. Bremse nicht, wenn du dich vor mich setzt. Mach dich unbeliebt. Zieh, Junge, zieh! So, Tempomat raus. Und jetzt rollt er sowieso wieder. Ah, 1,5 Stunden noch. Ach, eine Wiegestation jetzt hier vor uns. Ich fasse es nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Und da haben wir ein Schild, bis irgendwann mal da vorne kommt. Dann kommt das Schild hier für die Ride Station und da auf der Höhe geht dann auch unser Pre-Pass an. Unser Pre-Pass ist dieser blaue Kasten hier in der Scheibe. Der grün blinkt. Yes! 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 Ah, da guckt er, gell? Souverän gemeistert. Das sind sie hier, die Busfahrer. Immer hart am Gas. Wenn die Tasse leerer guckt, kann ich beim Trinken nicht mehr auf die Fahrbahn gucken hier. Guck hier in die Decke. Das sind so typische Probleme eines Kraftfahrers. Nee, also ich muss sagen, jetzt rein aus verkehrssicherheitstechnischen Gründen ist es sicherlich nicht richtig, aber
Man macht es ja trotzdem, ne? Wenn man in Europa 4,5 Stunden am Stück fährt oder so, du musst ja zwischendurch mal was trinken, ne? So und so Sachen, egal ob jetzt hier mal Kaffee trinken oder die Wasserflasche nehmen, aufdrehen und trinken, das geht im echten LKW besser wie hier im Simulator. Also hier musst du schon höllisch aufpassen, dass du hier nicht gegen den nächsten Baum fährst oder so. Das ist im echten LKW nicht so das Problem. Wahrscheinlich eben auch, weil du ja im echten LKW ja deine Umgebung nicht nur auf hier 24 Zoll Monitor hast, sondern dass du hier ringsrum alles mitkriegst. Und auch spürst, was los ist. Und wenn du im echten LKW jetzt mal den Kopf, sag ich mal, nach 30 Grad nach rechts drehst, dann siehst du ja im Augenwinkel immer noch, also so wie hier jetzt, dann siehst du ja im Augenwinkel immer noch, was vorne los ist. Also der Charakter dreht zwar jetzt seinen Kopf so weit, aber ich drehe meinen Kopf ja bei weitem nicht so weit wie der Charakter, das wird ja umgerechnet. Weil wenn ich mich wirklich den Kopf so weit drehen müsste, dass ich hier aus dem Fenster gucken kann, dann würde ich ja den Monitor nicht mehr sehen, wegen Track IR und so, ihr wisst, was ich meine, ne? Deswegen geht das wahrscheinlich im echten Truck besser wie hier im Truck-Simulator. Müsste man sich jetzt hier die ganze Bude ringsrum mit Monitoren zupflastern, dann geht das vielleicht auch besser. Aber dann ist wieder die Frage Kosten-Nutzen-Faktor. Jetzt habe ich zwar aufs Schild geguckt, aber ich habe nicht gelesen, was drauf stand. Wir müssen uns wahrscheinlich links halten. Die Frage ist, muss ich auf die linke Spur oder kann ich hier rechts auf der rechten bleiben? Ich kann links bleiben. Master! Oh. 55er Speed Limit. Ich dachte, guck mal, so ein orangenes Schild hier mit so einer Empfehlung. Nee, aber in der Kurve kommt ein 40er Speed Limit. In der Kurve kommt das Schild. Bin ich da jetzt ein bisschen engstirnig oder finde ich, oder habe ich damit recht, wenn ich sage, das ist zu spät? So, warum das jetzt hier so dunkel? Ach, jetzt bremst du hier einfach. Gib Kit, Junge, gib Kit. Ah, genau, halt mal an der Interstate hier. Das ist immer besser. Oh, das war aber auch frech, was der gemacht hat hinter uns. Hat er das beobachtet im Spiegel? Der BKW hinter uns ist einfach rausgezogen und der Truck kommt von hinten. Macht man aber auch nicht, das ist nicht gerade die feine Englische. Oh, jetzt überziehen wir, glaube ich, doch ganz schön die Fahrzeit. Ich will gar nicht gucken. Ich will es gar nicht sehen, das Elend. Gar nicht mal so schlecht, wenn du keine Uhr am Truck hast. Ja, Gott, das Rumgedümpel hier mit 55, ne? Das merkst du eben auch ganz schön. Das hätte ich nicht so richtig auf dem Schirm gehabt.
war ein bisschen zu früh die Kupplung losgelassen. Ich weiß, wir haben eine Rechtsabbiegerspur. Ja, wir parken nicht hier vorne, wir fahren hier noch um die Ecke. Ich glaube, das ist stehen mal ein bisschen besser. Anfangszeit habe ich immer hier vorne gleich den Parkplatz genutzt, aber... So. War kein großes Gefitz jetzt. Wir haben anderthalb Stunden überzogen, ja. Anderthalb Stunden. Ich kriege die Tür nicht zu. Ja, gut. Aber ich sage mal ganz kurz einen Blick auf die Karte, dass ihr mal ungefähr seht, was hier los ist. Hier sind wir heute, also in der heutigen Folge waren wir hier in der Region, ne? Haben wir ganz schön was geschafft heute. Ihr habt es vielleicht am Schild gelesen hier, war nur ein kleines Stückchen hier auf der Interstate 15. Jetzt geht es ja die California 58, am liebsten hätte ich hier wieder Pause gemacht, hier ist schön, aber gut. Das hätte wahrscheinlich dann doch eine Strafzahlung gegeben, wir fahren jetzt die 58 weiter Richtung Bakersfield, dann geht es auf die Interstate 5 Richtung Norden nach Huron und dann hier Oakland auf die Interstate 580 Richtung San Rafael. Ja, in San Rafael wartet dann die Firma Caterpillar auf uns und die nehmen dann dieses Gerät hier in Empfang. Gut, dann würde ich sagen, einen kleinen Zwischenstand habt ihr. Wann hat man eigentlich der Upload-Termin? Spätester Upload-Termin Donnerstag 7.40 Uhr. Ja, heute ist Mittwoch. Schaffen wir. Ich habe gar nicht geguckt, wie viele Meilen waren das jetzt, aber kann nicht mehr viel gewesen sein. Auf jeden Fall in einer Fahrzeit oder an einem Tag ist auch jetzt mal zu schaffen, ja. Normalerweise. Die Frage ist, an einem Tag zu schaffen ist die eine Sache, aber hier in einen Zug rauskommen ist die andere Sache, ne. Alter Verwalter. Der Blatt Papier hat auch noch zwischengepasst, ne? Das habt ihr gesehen. Oh, ich dachte, der kommt hier reingeschossen. Ich weiß, dass man da über die Bordsteinkante fahren, aber okay, das Stoppschild hatte ich jetzt nicht so im Auge gehabt. Ja, ich weiß, wir haben ja wie so eine Einfädelungsspur, aber ich glaube nicht, dass wir das schaffen, dass wir da rumkommen. Da müssen wir bestimmt bisschen auf die Hauptverkehrsspur ausholen. Hauptsache es will jetzt hier keiner abbiegen hier und blockiert dann alles. Aber unser Trailer steht ja noch im Gegenverkehr, ne? Seht ihr am Spiegel. Ne? Vorhin, die fahren alle auf der rechten Spur. Keiner fährt auf der linken Spur. Aber das wird man schaffen.
Aber wenn die rechte Spur frei ist, kommen wir auf jeden Fall raus. Diese weiß-roten Boller standen die schon immer hier. Komm, ich komme mal rein, Sinn. So, nun gut, das war ein bisschen weit links. Da würde ich sagen, beenden wir hier auf der California 58 die Folge auch. Wenn es euch bisher gefallen hat, lasst mir Däumchen nach oben da. Abonniert, kommentiert, dass es Zeug hält. Nächste Folge geht es ja feucht fröhlich während der Fahrt weiter. Bis dahin, falsch und rechts, grüßt die Leute. Macht's gut. Ciao.